Heute am 10.01.2023 fand das erste Karl Schlögl Jugendforum am BGBRG Burkersdorf statt. Zu Ehren unseres ehemaligen Bürgermeisters Karl Schlögl wird am Gymnasium Burkersdorf nun einmal im Jahr ein Jugendforum stattfinden. Dieses Jahr war das Thema die niederösterreichische Landtagswahl. Dabei hatten Schüler auch die Chance, Fragen zu stellen. Ebenfalls war Namensgeber Karl Schlögl anwesend, um Fragen zu beantworten und an der Diskussionsrunde teilzunehmen. Zuerst, mit welchen drei Wörtern würden Sie sich beschreiben? Ehrgeizig, sozial, innovativ. Wo sehen Sie sich in 10 Jahren? Hoffentlich noch einigermaßen aktiv und noch sportlich unterwegs. Es fand eine Podiumsdiskussion mit Vertretern der wahlwerbenden Parteien statt. Und nichts mit der türkisen ÖVP zu tun, ist ganz ehrlich, das finde ich unehrlich. Anwesend waren Martin Antauer von der FPÖ, Valentin Mehner von der SPÖ, Florian Krumbeck von der ÖVP, Christoph Müller von den NEOS und Fabian Schindelegger von den Grünen. Am 29. Jänner wählt Niederösterreich einen neuen Landtag. Und da geht es darum, dass wir das Bundesland gemeinsam ein Stück besser und ein Stück gerechter machen. Auch wir sind für erneuerbare Energien, aber nicht auf Kosten der Wirtschaft. Wir setzen uns ein für leistbares Wohnen für alle, für die besten Bildungschancen für alle und für sozial gerechten Klimaschutz. Mehr Chancen für Stadt und Bezirk St. Pölten schaffen durch neue Bildungschancen, Wirtschaftschancen, Lebenschancen und Chancen für das Klima. Am 29.01. geht es aus meiner Sicht darum, dass wir insbesondere bei dem Thema erneuerbare Energien, beim Ausbau der Öffis und bei den Chancen für uns Jungen endlich in die Gänge kommen. Unser Partei steht für den Klimaschutz, für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs und vor allem auch jetzt sehr wichtig für den Bereich Mental Health, für Angebotserweiterung, für Beratungsleistungen.